So, da sind wir wieder. Jetzt gucken wir mal ins Questbuch. Wir haben ja irgendwie 9 Quests erhalten, wa? Wie ich das verstanden habe. Bring Eder dazu. Ach, das habe ich ja vergessen. Er sollte ja mit Meerwald sprechen. Ark. Eder muss entscheiden, was wir nun tun. Genau, als wir Meerwald fanden, war er in einem Zustand, in dem er keine Fragen beantworten konnte. Ach, nee, ey. Der Geist von Kader, ne? Meerwald, so. Nach unserem Gespräch wurde Meerwald aggressiv und griff mich plötzlich an. Mir blieb keine andere Wahl, als ihn zu töten. Ich habe von seinem Geist so viel Wissen wie möglich gesammelt und er hatte eine Vision eines Ortes weit in der Tiefe mit mir geteilt. Eine Art geheime Kammer, ganz weit unten. Verbunden mit einem kreisrunden Raum, in dem sich ein Tisch befindet, der wie eine Sonne aussieht. Er hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Er hat angedeutet, dass meine Seele wie die seine zu vergangenem Leben erweckt wurde. Sofern Meerwald als Anhaltspunkt herhalten kann, muss man einen großen Preis zahlen, um ein Wächter mit einer erweckten Seele zu sein. Er hat mich auf die Stadt des Trutzes hingewiesen. Entschuldigung. Die ich, wie jeden anderen Ort, auch für einen guten Startpunkt meiner Suche nach Mitgliedern des bleiernen Schlüssels halte. Eine Stadt namens Trutzburg, wo ich nach dem bleiernen Schlüssel suche. Jener Gruppe, die dieses Elend in mir erweckt hat. Ach, die sind schuld. So, nie weit von der Königin und sprich mit Burgpfoten. Meerwald ist tot und die Antworten, die er mir geliefert hat, waren kurz und rätselhaft. Die Burgvogtin in der Herrenhalle von Kehrten nur scheint das einzige weitere empfindsame Wesen in der Festung gewesen zu sein. Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Okay. Was ist denn jetzt hier mit Hey. dir? Kann man mit dir reden? Spreche mit Eda. Eda kratzt sich am Kopf und grinst. Naja, ich glaube, mit einem verrückten Wächter zu reden, ist besser als mit gar keinem Wächter zu reden. Ich machte mir über Eotas Gedanken. Ich möchte dich etwas über dich fragen. Was hast du zuvor Oh, getan? other than the war, I never strayed too far from where you found me. Farming, mostly. I was never much for cities. Never learned a trade. Okay, er war mal so eine Art In my younger days, I Farmer. thought I was going to go preach the word of Aethys. Just in our In temple jüngeren there. Jahren, ich dachte, ich würde predigen, nur in unserem Tempel. Meine So Eltern much standen comfort dahinter, er growing wollte mal up, ein preachers Priester say it'd werden. be best Ich that hatte I ihn got als into it with the god of Heranwachsener. redemption. Of Okay. course, us blowing him up probably didn't help my chances there. But if anybody'd forgive you for blowing him up, it'd be Aethys. So, wie sein Gott war der Eomatos. What's on your mind? Lass uns weiterziehen. Wir gehen jetzt mal in die Halle runter. You cannot win that older set? I don't want to discuss it. Was ist denn mit dem los? Du sollst mitkommen. Ist er noch unter irgendeinem Einfluss I? hier? Alot? Indeed. Alot, was ist los mit Yes. dir, Alter? Was ist los? Bist du tot oder was? Bist du verbuggt? Ach du Scheiße, der ist verbuggt. Na mal gucken, vielleicht ist er wieder da, wenn wir rausgehen. Der wird ja da nicht hängen bleiben, hoffe ich mal. Jetzt können wir You nicht must gather raus. your party before venturing forth. Ach. How may I help? Alot, I shall. komm. Warum kannst du nur nicht laufen? Mist, mit Alot reden. Hättest du einen Vorschlag, was wir als nächstes tun sollen? Er zupft an seinem Ärmeln. Meerwald drängte dich, diese Agenten des bleiernen Schlüssels in Trutzbucht ausfindig zu machen, oder? Sein Zustand sollte uns eine Warnung genug sein und wir sollten sie mit aller Eile suchen. Okay. Dann komm jetzt mit. I shall.
Ey, der kann nicht laufen, ich glaub's nicht. Der ist festgebackt. Time to see and not be seen. Jetzt kannst du laufen, immer noch nicht? Ich glaub's nicht. Ich hatte schon mal ein Spiel, was ich beenden musste wegen Bugs. Ich hab da keinen Bock drauf. Mach mal hier aus. Guck mal bitte alle hierher. Vielleicht mal die Formation ändern. Bringt das was? Nee, der bleibt da. Der ist festgebackt. Oh, scheiße. Oh, nee, oder? Vielleicht den Spielstand laden? So, an welcher Stelle haben wir denn hier gespeichert? Kurz nach dem Kampf, wa? Mhm. Oh, jetzt können sie wieder alle laufen. Bloß raus hier, kommt. Kommt bloß raus hier. Schnell. Wir reden jetzt mit der Frau da oben. Angeblich soll er noch in noch tieferer Tiefe. Ah, you're right. No sense listening to that old Bampart. Damn Virago, not now. Wer spricht denn da so komisch? Wer ist denn das? Wer spricht denn da mit wem? Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ist da jemand irre geworden? Ne, hier müssen wir lang. So, mit ihr sollen wir jetzt nämlich sprechen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du ihn erschlagen? Er ließ mir keine andere Wahl. It saddens me to hear it, but part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness. This place has always known its master, as long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as deine Festung steht dir zur Verfügung. Du kannst deine Festung jetzt jederzeit über das Burgsymbol verwalten. Cool. Aber wir haben jetzt eine Festung geerbt. Will you stay? So. Ich wollte schon immer einmal eine eigene Burg haben. Auch wenn sie ein bisschen verflucht ist. Was sollte ich schon mit einer Ruine anfangen? Es ist natürlich ihre freie Entscheidung. Die Burg kennt sie gleichwohl als ihren Herrn. Mit der Zeit könnte sie sich zu einem Ort wandeln, der sie mit Stolz erfüllt. Sie braucht eine führende Hand. Wenn sie wirklich und wahrhaftig fortfahren möchten, dann sollte ich zuerst erwähnen, dass die Straße versperrt ist. Der östliche Wachturm ist vor Jahrzehnten eingestürzt und Meerwald hat es nie geschafft, ihn wieder aufzubauen. Die Straße endet hier in einer Sackgasse. Er war sogar schon so weit, das notwendige Baumaterial zu sammeln, bevor er geistesabwesend wurde. Ich könnte dafür sorgen, dass sie repariert wird, wenn das ihr Wille ist. Als das aufhörte, der Wille des letzten Herrn zu sein, war ich nicht mehr in der Lage, etwas daran zu ändern. Denn was bin ich schon, außer das Werkzeug meines Herrn? Das würde sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, aber weitaus weniger, als einen anderen Weg nach Trutzburg zu finden. Ah, okay. Mhm.
Wie kann ich den Wachturm reparieren? Meerwald hat das Baumaterial für den Wachturm eingelagert und das steht Ihnen immer noch zur Verfügung. Wenn Sie in Zukunft weitere Reparaturen an der Burg durchführen möchten, müssen wir Material und Arbeitskräfte kaufen. Was hat es zur Folge, der Herr von Kaidnur zu sein? Nun, mit der Instandhaltung einer Burg sind viele Verantwortungen verbunden. Wie sehr Sie sich engagieren möchten, liegt ganz bei Ihnen. Ich bin unter anderem deshalb hier, um in Ihrer Abwesenheit hier für den reibungslosen Ablauf der Dinge zu sorgen. Vorausgesetzt, wir haben vorher entsprechende Befehle erhalten, okay? Wenn Sie mich unterweisen, welche Reparaturen Sie als nächstes vornehmen wollen, werde ich die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie werden einige Zeit in Anspruch nehmen, doch Sie werden Ihnen auch zusätzliche Ressourcen verschaffen, wenn Sie abgeschlossen sind. Wenn wir einen Ort dafür hätten, könnten wir Händler anheuern, um sie mit Vorräten oder Zutaten zu versorgen. Aha, okay. Die Festung zu reparieren wird ihr Prestige steigern und sowohl hilfreiche Personen als auch ungebetene Aufmerksamkeit von Banditen und Opportunisten anziehen. Wenn wir im Gegenzug die Sicherheit der Festung steigern können, müssen wir uns darum jedoch weniger sorgen. Sie sollten aber wissen, dass diese Position mit einem Risiko verbunden ist. Ihr Name wird an Ruhm gewinnen und Sie werden Bedrohungen abwehren müssen. Und dann gibt es andere Dinge. Was meinst du mit Risiken? Merwalds Fluch betraf nur ihn, der Fluch eines Wächters. Seinen Nachfolgern aber erging es nur wenig besser. In der Burg gibt es eine Präsenz, oder besser gesagt unter ihr. Zumindest haben alle, die zu diesem Ort gekommen sind, diese Schlussfolgerung gezogen, da die Geister, die noch immer in den endlosen Pfaden verweilen, oft von einem Meister in der Tiefe sprechen. Jeder Versuch, hier eine Siedlung zu etablieren, ist fehlgeschlagen. Seit Zeit unserer aldrianischen Kolonisten. Von den endlosen Pfaden erheben sich Biester, bis der neue Herr oder die neue Herrin nicht mehr ist. Der in der Tiefe lebt, dieser Meister, scheint keine Rivalen zu tolerieren. Von Zeit zu Zeit habe ich furchtlose Entdecker gesehen, die für Antworten in die Tiefe gestiegen sind und niemals wiedergekehrt sind. Das ist die Macht, die verhindert, dass aus Kaidnur mehr als eine nutzlose Ruine wird und die mich all meiner Hoffnung beraubt hat. Wer ist dieser Meister in der Tiefe? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dabei muss es sich um den Mann handeln, der die endlosen Pfade geschaffen hat. Den engvitanischen Tyrannen Haut-Noir. Man behauptet, dass sein Geist noch immer da ist oder dass er diesen Ort zumindest verflucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel von seiner Arbeit übrig ist, denn die Ruinen gibt es schon seit über 1000 Jahren oder noch länger. Das aber, was übrig ist, ist beeindruckend. Der Graf fand das mit Sicherheit so. Vielleicht haben Sie, während Sie dort unten waren, die Hand der großen Statue gesehen, die Haut-Noir erbaut hat. Vielleicht ist sie gar keine Statue von Haut-Noir selbst. Was sind die endlosen Pfade? Die endlosen Pfade von Haut-Noir, das ist der Name, der dem Labyrinth unter dieser Burg gegeben wurde. Der Graf, wir wurden von den Glanfatanern gewarnt, dass dieser Ort verflucht sei. Mit dieser Warnung ist außerdem eine Legende verbunden, die wir damals für unbedeutend hielten. Man sagt, dass die Ruinen von einem mächtigen Engvitaner namens Haut-Noir gebaut wurden, der hier herrschte, bis sich das Volk gegen ihn erhob. Sie zerstörten seine endlosen Pfade und füllten viele der oberen Tunnel mit Erde und Stein. Kein Lebender weiß, wie tief nach unten sich die Tunnel erstrecken, und nur wenige, die dorthin gegangen sind, kehrten wieder. Es gibt viel Gerede über Reichtümer und Schätze. Allein die Aussicht auf Engvitan-Reliquien hat viele Glücksritter angelockt. Und zwar in ihren Tod, fürchte ich. Aber bin ich nicht der Herr von Kaidnur? Natürlich sind sie das. Die Burg würde keinen anderen Herrn akzeptieren. Die endlosen Pfade dagegen sind eine völlig andere Geschichte. Pfade. Unglücklicherweise sind sie sehr eng miteinander verbunden. Wenn Sie sich nicht um den Meister in der Tiefe kümmern, wird der Burg immer eine Gefahr aus Ihrem Innern drohen. Ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal.
Wenn Sie aber bleiben werden, wenn Sie Herr dieses Ortes werden möchten, dann kann ich Ihnen nur dazu raten, diesen Feind zu besiegen, bevor er Sie vernichten kann. Oh Gott, ich habe andere Fragen auch noch, ja. Weggehen. Jetzt ist es Zeit, diese Königin in der Stadt des Trutzes zu finden. Sie müssen wissen, dass diese Königin, nach der Sie suchen, Trutzbucht, hat keine Königin. Die McWins von Aldir haben hier seit dem Krieg nicht mehr regiert. Die einzige Königin mit ernstzunehmender Macht dort ist Voedica. Angeblich hat man dort ihr zu Ehren einen exquisiten Tempel errichtet, aber ich konnte ihn mir niemals selbst ansehen. Wenn Sie dorthin gehen möchten, können wir gleich mit der Reparatur des Wachturms beginnen. Sie müssen nur sagen, was Sie vorhaben, dann werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Meerwald hat tatsächlich ein Bestandsbuch geführt, das zu aktualisieren ich mir erlaubt habe. Sie können ja einen Blick hineinwerfen, wenn Sie wollen. Lass mich mal sehen, was ich reparieren kann. Dann werden wir sofort aufbrechen. Die Stimme der Burgvogtin ist voller Aufregung. Sie müssen wissen, mein Fürst, dass nur die erste und geringste von vielen großen Unternehmungen ist. Die Festung beinhaltet schon seit Jahren eine Vielzahl an Dienern und schönen Gebäuden. Ja, toll. Du, es ist eine Ladezeit oder was ist denn jetzt? Ach so, sie redet, oh Gott. Sie müssen nicht sofort entscheiden. Ich verbleibe in Ihren Diensten. Und solange der Herr hier ist, werden wir immer miteinander verbunden sein. Sie müssen nicht diesen Boden betreten, um mit mir zu sprechen. Wo Ihre Reisen Sie auch immer hinführen, Sie könnten mir Ihren Willen nennen, wenn Sie nur Verbindung zu mir suchen. Oh, doch zunächst versteht sich der Wachturm. Okay, Alter, Festungsausbauten. Ausbauten deiner Festung kosten Geld und können Sicherheit oder das Prestige deiner Festung erhöhen oder ihr zusätzliche Funktionalitäten verleihen, beispielsweise Ruhephasenboni, regelmäßige kostenlose Herstellungsmaterialien oder neue Läden. Aha, cool. Und als erstes den Wachturm, ja? Und der kostet? Oh, guck mal, was du hier halt bauen kannst. Alter, leck mich, ey. Okay, wir können aber sowieso erstmal nur den, erfordert die Hauptburg. Ah, okay. Erfordert östlich, aber gut, der kostet auch erstmal hier ja nichts. Der Rest kostet hier richtig Gold, sehe ich gerade, aber der östliche Wachturm kostet nichts weiter. Der östliche Wachturm regelt den Zugang zu den Waldenebenen. Ah, okay. Nach Trutzbuch, da wollen wir nämlich hin. Der Kreuzung zwischen Kaidnoir, Dürfurt und Trutzbuch. Und kostet eine Krone? Ach, davon haben wir zwei. Prestige. Ah, okay. Einmal Prestige und zwei, was ist das? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Zwei Schlösser? Vielleicht diese Fähigkeit? Und dann gut, kaufen. Ist bereits fertiggestellt, ja, oder was? Wir haben sogar einmal Prestige dafür. Ach, wir bekommen zwei Prestige und zwei Schlossdinger. Ah, jetzt verstehe ich. Kaufen 500 KP. Haben wir so viel? Leuchthöhle Instandsetzung. Die Instandsetzung von Leuchthöhle ermöglicht dir Rastboni zu erhalten, wenn du die Nacht in der Leuchthöhle verbringst. Wollen wir da unser Geld jetzt gleich auf den Kopf hauen? Dauert zwei Tage. Wo haben wir denn das ganze Geld her gehabt? Keine Ahnung. Oh, neue Quest. Erkunde die endlosen Pfade. Sprich mit der Burgvogtin, begib dich zum Tempel von Voedica. Stell den östlichen Wachturm wieder her. So, das ist jetzt die große Frage. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Tschüss.